Willkommen zum heutigen Video, ein Ding namens Geld. Es geht heute um die Frage, was ist Geld? Was sind seine Eigenschaften? Und was hat Geld mit Wert zu tun? Nähern wir uns dem Geld zunächst über seine Funktionen an, welche ihm in den Wirtschaftswissenschaften zugeschrieben werden. Erstens fungiert es als Zahlungsmittel. In dieser Funktion verwenden wir es täglich, indem wir in Geschäften Waren kaufen und diese mit Geld bezahlen. Wenn wir unser Geld nicht ausgeben, sondern stattdessen sparen, entspricht es der zweiten Funktion als Wertaufbewahrungsmittel. Als dritte Funktion wird Geld als Wertmaßstab bezeichnet, welches uns den Vergleich von Waren vereinfacht. Die genannten Funktionen als Wertaufbewahrung und Wertmaßstab stellen eine direkte Verbindung zwischen Geld und dem Begriff Wert her. Die Schwierigkeit an der Stelle ist, dass diese Verbindung weiterhin abstrakt bleibt. Der Wert bekommt keine Identität, keine Bedeutung, sondern es bleibt nur ein allgemeiner, vager Begriff. Der Preis einer Ware ist gerade nicht der Wert einer Ware. Denn der Wert ergibt sich aus dem Nutzen, den eine Person sich von dieser Ware verspricht. Entsprechend ist diese Nutzenerwartung immer eine subjektive, persönliche Einschätzung. Und natürlich kann es auch passieren, dass diese Erwartung an diese Ware auf falschen Annahmen beruht. Entsprechend kann sich ein Kauf im Nachhinein als Verlust statt als Bereicherung herausstellen. Ebenso kann sich über die Zeit die Einschätzung der Nützlichkeit einer Ware ebenso verändern, wie sich auch die Werteverstellung einer Person verändern kann. Das Geld hilft an der Stelle immer wieder, diese persönliche Nutzenerwartung mit der Nutzenerwartung von anderen in Übereinstimmung zu bringen. Entsprechend ist Geld eine Lingua Franca, um sich über persönliche Werte und Vorlieben handelseinig zu werden, um Waren auszutauschen, die eigenen Vorlieben unterstützen und somit das eigene Leben bereichern können. Jeder hat sein persönliches Wörterbuch, mit dem er seine Bedürfnisse in die Sprache des Geldes übersetzen kann. Aufgrund dieses persönlichen Wörterbuchs können Menschen auf Märkten sich trotz ihrer sehr verschiedenen Bedürfnisstrukturen handelseinig werden und einen Austausch stattfinden lassen, der zu beiderseitigem Vorteil gereicht. Daran zeigt sich, dass Geld kein Wertmesser darstellt, wie es irrtümlich aufgrund dieser Geldfunktion gehalten werden könnte. Stattdessen ist es ein Hilfsmittel, um Analogien zu ermöglichen, über welche sich Menschen ihre gegenseitigen Wertvorstellungen vermitteln können. Hier gilt es, einen weiteren Irrtum aus den Rechtswissenschaften anzuschauen, der nämlich von einem ähnlichen Vorstellung ausgeht, dass in einem Vertrag, der geschlossen wird, Waren und Leistungen im gleichen Wert ausgetauscht werden. Was aber ja gerade nicht der Fall ist, sondern im Gegenteil werden in den subjektiven Einschätzungen der beiden beteiligten Personen wird einmal ein Wert jeweils ausgetauscht, der kleiner ist als den Wert, den man selber bekommt. Weil sonst würden sich diese beiden Personen ja gerade nicht handelseinig werden. Im Hinblick auf den Kauf von Waren findet dann genau ein Austausch statt. Das heißt, der Verkäufer der Ware misst der Ware, die er verkauft, weniger Wert bei als das Geld, was er dazu entgegennimmt. Genauso wie umgekehrt der Käufer normalerweise dem Geld weniger Wert beimisst als den Wert, den er sich von der Ware verspricht. Interessant ist an dieser Stelle, wenn wir selber in einem Geschäft ein vermeintliches Schnäppchen oder etwas sehr günstig erstanden haben, gehen wir davon aus, dass wir sozusagen einen einseitigen Vorteil errungen hätten und dass der Verkäufer daraus keinen Vorteil mehr zieht. In Wirklichkeit ist es aber so, dass der Verkäufer nur dann die Ware und wirklich, dass der Verkäufer sich nur dann auf den Abschluss dieses Geschäftes einlässt, wenn für ihn natürlich immer noch ein ausreichender Nutzen gegeben ist. Das bedeutet, selbst bei Rabatten von 20-30% muss der Verkäufer immer noch unterm Strich einen Gewinn machen oder einen anderen Vorteil haben, indem er einfach alte Waren abverkaufen möchte, die ihm sonst nur Lagerplatz wegnehmen und die er sonst nicht mehr los wird. Das heißt, der Vorteil ist immer auf beiden Seiten, weil beide in dem Austausch einen Mehrwert, einen Nutzen für sich erwarten, der
über den Wert, den sie diesem entgegenstellen, hinausgeht. Aber zurück zum Geld selbst und einem weiteren Aspekt, der in der Wirtschaftswissenschaft vernachlässigt wird. Geld ist nicht nur dazu da, um Waren einen Preis zu geben und kenntlich zu machen, sondern es ermöglicht auch Schulden zu bemessen. Dieses Bemessen von Schuld mit Geld hat einen sehr starken Einfluss darauf, wie menschliche Beziehungen gestaltet sind. Weil an die Stelle von vagen Beziehungen, in denen die eine Person der anderen Person einen Gefallen schuldet und diese Gefallen nicht so vergleichbar sind, dass sie sich durch einen späteren geleisteten Gefallen ausgleichen, bleibt immer sozusagen die Frage von Verpflichtung und Gegenverpflichtung wird nicht wieder komplett aufgelöst. Durch das Geld ist es möglich, dass die Verpflichtungen, die daraus entstehen, dass eine Person einer anderen eine Gefälligkeit erweist und diese dann wiederum einen Gefallen in der Zukunft schuldet, dass dieses abstrakte und nicht genau messbare Beziehung zwischen den Personen durch eine genau bemessene Schuld in Form von Euro und Cent ersetzt wird. Wird diese Schuld, die dann auf Euro und Cent bemessen ist, beglichen, getilgt, dann verschwindet eben auch diese komplette Beziehung zwischen diesen beiden Personen. Und die Frage ist, ob zwischen den Menschen, die eine solche genau bemessene Beziehung, genau bemessene Schuld eingehen, ob im Anschluss daran noch irgendeine Verbindung bleibt. Weil eine Gesellschaft funktioniert nur, wenn zwischen den Menschen auch Beziehungen existieren. Weil sonst sind es alles Einzelpersonen, die aber nicht innerhalb einer Gesellschaft leben. Insofern ist das exakte Bemessen von Schulden sowohl mit Vorteilen, aber auch mit Nachteilen verbunden. Der Vorteil ist gerade eben diese klare Bemessenheit der Schuld. Es entlastet bis zu einem gewissen Teil die Beziehung zwischen Personen, weil der Anspruch, den der Gläubiger gegenüber dem Schuldner hat, nicht immer wieder ausgeweitet werden kann. Wenn der Schuldner ja nicht belegen kann, dass er seine Schuld beglichen hat, kann der Gläubiger immer wieder neue Forderungen aufstellen und damit führt dieses zu einer klaren Belastung dieser Beziehung, weil es immer wieder mit einer Unterordnung des Schuldners gegenüber dem Gläubiger verbunden ist, wenn er sich ihm unterwirft und der Gläubiger ja keine Wünsche, sondern klare Forderungen an den Schuldner richtet. In dieser Hinsicht sind also Schulden, die auf Euro und Cent bemessen sind, positiv und förderlich für eine Gesellschaft, weil die menschlichen Beziehungen nicht abstrakt belastet werden, beziehungsweise das Verhältnis von Gleichheit, sich auf gleicher Augenhöhe begegnen zu können, wiederhergestellt werden kann. Der Wunsch, dass es demjenigen, der mir noch einen Gefallen schuldet, ebenfalls gut ergeht, ist auch kein Altruismus, sondern es ist klarer Egoismus zu sagen, hey, ich habe von diesem noch etwas zu bekommen und natürlich soll es dem bis dahin gut ergehen, damit er dazu, wenn ich ihn brauche, auch in der Lage ist, etwas zu tun für mich. Insofern birgt die Möglichkeit, dass solche Verbindungen komplett aufgelöst werden durch Rückzahlung, Tilgung von Krediten, von Schulden, auch immer damit verbunden, dass mir diese Person egal wird. Das heißt, es ist mir egal, was aus dieser Person wird, ob es ihr gut geht, wie sie über die Runden kommt. Und damit werden die sozialen Bindungen zwischen den Menschen durchaus geschwächt. Und die Frage ist, ob diese sozialen Verbindungen zwischen den Menschen ein gewisses soziales Miteinander trotzdem gestärkt werden kann, ohne dass es solche Beziehungen der Abhängigkeit im Endeffekt braucht. Dazu braucht eine Gesellschaft, in der Schuld nicht die Basis der Verpflichtung und Verflechtung zwischen den Menschen sein soll, sondern die auf freiwilligem Interesse basiert, aber trotzdem nicht in eine anonyme, individualistische Gruppe zerfallen soll, braucht sie eine Idee, eine Vision darüber, was die Menschen miteinander verbindet, was mein Nutzen davon ist, dass es auch meinem Nachbarn gut geht und dass er in der Lage ist zu überleben
ohne tagtäglich wirklich ums Überleben kämpfen zu müssen, weil er nicht genug Lebensmittel hat, weil er nicht in der Lage ist, sein Haus im Winter zu heizen. Um die Beziehungen, die Schulden benötigen, auflösen zu können, benötigt es umgekehrt ein Verständnis füreinander, dass jeder Mensch in der Gesellschaft für mich von Vorteil ist und dass es auch von meinem Vorteil ist, wenn es ihm gut ergeht. Das heißt nicht, dass das eine Legitimation wäre, um irgendwelche Steuern oder Abgaben zu erheben, die dann wieder gegen meinen Willen, gegen meine freiwillige Zustimmung erhoben würden, sondern es geht nur darum, aufzuzeigen, dass es in meinem freiwilligen Interesse ist, eventuell bestimmte Leistungen zu erbringen oder vielleicht auch eine gemeinschaftliche Vereinbarung zu treffen, dass es der Gemeinschaft als Ganzes tatsächlich gut geht. Das ist auch nicht in irgendeiner Form mit einem abstrakten Altruismus vergleichbar, dem unterstellt wird, dass ich gegen meine eigenen Interessen die Interessen eines anderen stützen würde, weil so eine Handlung ist unsinnig. Es geht darum zu erkennen, welche Handlungen zum Wohle der Gemeinschaft in meinem persönlichen Interesse liegen und ich sie deswegen freiwillig befürworte, sie zu tun. Und ich dafür keine Verpflichtung brauche, die von außen kommt, sondern ich mich selber in einer Form dazu verpflichte, weil ich ja das Interesse habe, in einer friedlichen Welt zu leben. Allein wenn der Frieden für mich einen Wert darstellt, werde ich bereit sein, nicht als Erpressung, sondern aus rationalem Eigeninteresse, dafür auch einen Teil der Möglichkeiten, die ich produzieren kann, einen Teil der Güter, die ich eventuell herstellen kann, entsprechend abzugeben. Aber wie gesagt, es ist wichtig, dass diese Abgabe freiwillig ist und dass ich auch die Entscheidungserlaubnis habe, es nicht zu tun. Insofern ist auf der globalen Ebene gesehen auch der Welthandel gerade ein sehr wichtiges Element des weltweiten Friedens. Ein Land, das in den Welthandel eingebunden ist, hat kein Interesse daran, gegen andere Länder Krieg zu führen. Solange es fair eingebunden wird und seine Waren auf dem Weltmarkt ebenso absetzen kann. Weil damit dieser Austausch für beide von Vorteil ist, braucht es eine ausgeglichene Handelsbilanz. Jedes Land, das seine Handelsbilanz unausgeglichen lässt, ist für Unfrieden in der Welt verantwortlich. Das Land mit den Überschüssen dafür sorgt, andere Länder wiederum in seine Schuldverpflichtung zu bringen. Und wie ich ja vorhin schon bei den Personen ausgeführt habe, bedeutet Schulden zueinander auch immer eine Über- und Unterordnung. Das heißt, der Gläubiger wird sich dem Schuldner immer übergeordnet empfinden, weil er ja eine Forderung an diese andere Person stellt. An dieser Stelle ist die Frage, ob diese Schulden, gerade wenn sie auf Länderebene betrachtet werden, immer darauf zurückzuführen sind, dass diese freiwillig und zum Vorteil abgeschlossen wurden oder ob dort nicht Macht im Spiel war, die sozusagen erst die Schuldsituation herbeigeführt hat und die Schuldsituation, sogenannte Schulden, wenn man ein Land erstmal in die Schuldenfalle geführt hat, erhebt dann auf Dauer diesen Machtanspruch. Das heißt, die Macht muss nicht mehr gewaltsam legitimiert und genommen werden, sondern sie kann systemimmanent aufgrund des Schuldverhältnisses, aus dem das Land nicht mehr in der Lage ist, wieder herauszukommen, dauerhaft gesichert werden. Ein Mensch, der glaubt, dass mit Wirtschaftsembargos, also der direkten Aggression gegen andere Menschen, eben diese Menschen, die diese Aggression, die diese Nachteile erleben, daraus schließen und in ein friedliches Miteinander zurückkehren, während sie ja gerade vorgelebt bekommen, dass es legitim ist, Aggression gegen andere Menschen anzuwenden. Ein solcher Mensch hat aus meiner Sicht es nicht in der Lage, seinen Verstand zu gebrauchen und nachzuvollziehen, dass Frieden nur auf freiwilliger Basis funktioniert. Wenn ich auf irgendjemand anders Aggression und Zwang ausübe, dann ist die Vorstellung, dass er dadurch friedlicher wird, eine ziemliche Illusion. Ich kann vielleicht, solange ich dann stark genug bin, den anderen dazu bringen, sich mir zu unterwerfen, weil nichts anderes wäre ein solches Verhalten.
Aber ich werde damit nie einen dauerhaften Frieden erzeugen. Weil es wird jede Stelle, jeder Zeitpunkt, in dem dieser Friedensaggressor, der im Namen des Friedens Aggressionen verwendet, sobald dieser eine Schwäche zeigt, wird versucht werden, sich von dieser Unterdrückung im Endeffekt zu befreien. Und damit können wir nicht in einer friedlichen Welt ankommen, sondern eine Welt, die immer unter dem Damoklesschwert der erneuten Gewalt stehen wird. Der letzte Punkt in diesem Video betrachtet ein narratives Element aus dem Thema Geld und dessen Verbindung mit Märkten. Damit möchte ich aufzeigen, inwieweit die Wirtschaftswissenschaft nicht davor geschützt ist, Geschichten zu glauben, statt selber wirklich anzuschauen, wie denn bisher die Entwicklung und Entstehung von Märkten und deren Verbindung mit Geld ausgesehen hat, sondern dass sie einfach dazu neigt, einfachen Geschichten oder einfachen Erklärungsversuchen zu folgen und die Wirklichkeit in den meisten Fällen doch komplexer ist oder umfassender ist und deswegen Modelle, die dann auf diesen verkürzten Annahmen basieren, die ja eben nicht mit der Realität in Verbindung stehen, dann auch die Realität nicht erklären können. Dieses narrative Element in den Wirtschaftswissenschaften ist die Behauptung der Existenz von Tauschwirtschaften. Beziehungsweise, dass diese Tauschwirtschaften als Stadium der von Märkten und der Verwendung von Geld vorausgegangen seien. Diese Geschichte geht zurück auf das Buch Wohlstand der Nationen von Adam Smith, in der er dieses Element geprägt hat. Das heißt, er hat behauptet, die Entstehung des Geldes sei damit verbunden gewesen, dass es vorher Märkte gegeben hat, auf denen ein Schwein gegen 10 Hühner getauscht wurde. Und weil das so unpraktikabel gewesen sei, hätten die Menschen angefangen, Goldklumpen zu benutzen und diese stattdessen auszutauschen. Und die Entstehung des Geldes basiert jetzt darauf, dass man diese Goldklumpen eingelagert hat und stattdessen mit den Scheinen herumgelaufen ist, die diese Einlagerungsscheine waren, oder dass diese Goldnuggets, die man dann abwiegen musste und immer mit genauen Gewichten arbeiten musste, dass die in Form von Münzen dann umgelaufen sind. Aber diese Geschichten, so wie er sie dort darstellt, hat es zumindest laut einer Analyse von David Graeber in seinem Buch Schulden die ersten 5000 Jahre nie gegeben. Das heißt, diesen wirklichen Wechsel zwischen einer vorher verwendeten Tauschwirtschaft und dann der Einführung von Geld ist geschichtlich einfach so nicht belegbar. Dass wir und die Wirtschaftswissenschaften selbst der Geschichte von Adam Smith auf den Leim gegangen sind, liegt einfach daran, dass wir Menschen einfach Geschöpfe sind, die Geschichten lieben und leichte Erklärungen einfach zu gern akzeptieren. Entscheidend ist, dass die Wirtschaftswissenschaft sich von solchen narrativen Elementen irgendwann bereit ist zu lösen, um sich wirklich dem gesamten Bild zu öffnen und damit auch der Wirklichkeit näher zu kommen. Weil solange sich die Wirtschaftswissenschaften in narrativen Elementen verstricken, helfen sie nicht dabei, die Wirklichkeit zu erklären, geschweige denn brauchbare Modelle zu entwickeln, mit denen wirklich auch Entwicklungen in der Gesellschaft und bezogen auf den Menschen adaptiert oder sogar vorausgeahnt oder geplant werden können. In der geschichtlichen Betrachtung ist es sehr spannend nachzulesen beim Graeber, wie die Menschen dem Geld zunächst mit erheblichem Misstrauen begegnet sind. Weil es war üblich, Geld als Rechnerheit schon zu verwenden, aber es existiert in einer virtuelleren Form. Das heißt, ein Bauer, ein Handwerker, der beim Händler eingekauft hat dort zunächst anschreiben lassen. Diese Form des virtuellen Geldes benötigte vor allen Dingen Vertrauen unter den Menschen. Zum Beispiel musste der Händler darauf vertrauen, dass der Bauer seine Schulden begleichen wird, nachdem er seine Ernte eingebracht hat. Eben dieses gegenseitige Vertrauen innerhalb dieser Gesellschaft stellte auch gerade die Beziehung dar, womit sich diese Gesellschaft überhaupt begründet hat. So waren die Menschen in der Gemeinde dann miteinander aufgrund dieser Beziehungen oder aufgrund dieser Verpflichtungen, Schulden miteinander verwoben. Und daher rührte auch das Misstrauen gegenüber diesem Geld, weil es genau diese Beziehungen, die dort
immer wieder eingegangen worden, in Frage stellte, weil es diese Beziehung ja dann nicht mehr gab. Weil wenn sofort beim Händler bezahlt wird, bleibt danach keine Verbindung zum Händler und die Beziehung wird aufgelöst. Dass die Verwendung von Geld sich durchgesetzt hat, auch in Form von Münzen und Scheinen und nicht nur in dieser virtuellen Form des Anschreibens, ist vor allen Dingen darauf zurückzuführen, dass Staaten dazu übergegangen sind, ihre Abgabenforderungen, ihre Steuern, die sie erhoben haben, eben in einem festgelegten Geldform einzufordern. Und dieses Geld wurde dadurch in Umlauf gebracht, dass der Staat damit sowohl seine militärischen Ausgaben als auch seine Beamten und im Endeffekt alle Menschen, die den Staat als Struktur ausfüllten, damit bezahlt hat. Damit ist sozusagen der geschlossene Kreislauf überhaupt entstanden. Auf der einen Seite hat der Staat bei den normalen Menschen dafür gesorgt, dass ein Bedarf an diesem Geld entsteht, weil sie ja ihre Steuern begleichen mussten. Und auf der anderen Seite hat er es auf den Märkten Nachfrage dadurch erzeugt, dass die Soldaten und die Beamten, die ja dann nur mit diesem Geld ihren Lebensunterhalt, die Waren für ihren Lebensunterhalt erwerben konnten, eine Nachfrage geschaffen. Insofern ist zumindest laut der Analyse, die Graeber in seinem Buch durchgeführt hat, sehr spannend zu sehen, dass auch die Geschichte vom freien Markt, die Smith dargestellt hat, der sozusagen von sich selbst, aus sich selbst heraus entstanden sei, auf dem einfach Geld gegen Ware getauscht wird, so nicht von allein entstanden ist. Dass entgegen der Vorstellung, dass die Staaten heute ja den freien Markt nur belasten, dass sie ihm ihre Steuern und Abgaben auferlegen, dass umgekehrt diese Märkte erst entstanden sind, weil die Staaten ein Geld über ihr Monopol an sowohl an Geld als auch entsprechend an Gewalt durchgesetzt haben. Da die Entwicklung von Märkten und die Verwendung von Geld doch sehr anders stattgefunden hat, als sie allgemein in den Wirtschaftswissenschaften propagiert wird, sind die Erklärungsmodelle oder Erklärungsversuche der Wirtschaftswissenschaft sehr kritisch zu hinterfragen, weil sie ja offensichtlich aufgrund narrativer Einflüsse eher dazu bereit ist, sich Illusionen hinzugeben, wie diese Realität stattfindet. Und die Wirtschaftswissenschaft entwickelt dann aufgrund eher von narrativen Elementen Modelle für die Wirklichkeit, die natürlich dann an der Wirklichkeit scheitern müssen. Das heißt, warum die Wirtschaftswissenschaften wahrscheinlich so große Schwierigkeiten haben, überhaupt brauchbare Modelle für die wirtschaftliche Entwicklung zu entwerfen, ist sehr stark darauf zurückzuführen, dass sie an der Stelle zu wenig in den geschichtlichen Elementen nachschaut. Auf der einen Seite hat sie sich von der Philosophie, das heißt dem Menschen als solches, gelöst und versucht, unabhängig von ihm Modelle zu entwickeln, was unsinnig ist, wie wir am Anfang gesehen haben, weil der Wert zum Beispiel ein subjektives menschlicher Aspekt ist, der ohne den Menschen nicht verwendet werden kann. Und umgekehrt versucht sie dann, Erklärungen für Märkte zu liefern, während sie komplett ausblendet, wie Märkte sich tatsächlich entwickelt haben, wie Märkte in Verbindung zwischen Staaten, zwischen Militär und Gewalt und der Verwendung von Schulden überhaupt aufgebaut wurden. Da geschichtlich bis in die Gegenwart hinein Märkte normalerweise nie ohne Staaten funktioniert haben, sind Überlegungen und Modelle dazu bisher erst theoretischer Natur. Das heißt, sie können mit der Wirklichkeit gar nicht überprüft werden, weil in der Wirklichkeit die Situation nicht gegeben ist, dass Märkte ohne Staaten existiert haben. Interessante Quellen für die Entwicklung von Modellen für Märkte, die mit Geld funktionieren, aber ohne Staaten funktionieren, wären zum einen die Zeit der Anarchie in Spanien. Als weiterer Ansatzpunkt kann dienen, sich in der Schattenwirtschaft umzuschauen, die ja unabhängig vom Staat oder sich dem Staat entzieht und damit die Strukturen des Staates darauf keinen so starken Einfluss haben. Und als dritter Aspekt kann eventuell die Entwicklung von Märkten betrachtet werden, wie sie jetzt im Zusammenspiel mit den neuen digitalen Währungen auftreten. Die
auch wiederum ihre eigenen Mechanismen entwickeln werden und wie dort die Währung wiederum Vertrauen genießt, obwohl der Staat als Legitimation und als Garant wegfällt, ebenso wie die Möglichkeit, damit Steuern zu bezahlen. Alles in allem bleiben diese Aspekte sehr spannend und erfordern noch viele kritische Fragen gegenüber den Wirtschaftswissenschaften, welche Ideen und Impulse sie tatsächlich geben können, um eine freie Gesellschaft, in der es nicht mehr das Schwergewicht des Staates gibt, das Regeln aufstellt, geben sollen. Soweit die heutigen Ausführungen zu einem Ding namens Geld. Dem Thema Geldschöpfung werde ich mich zu einem späteren Zeitpunkt noch widmen, dann in der Betrachtung, was es bedeutet, dass unser Geld heute zinstragend ist. Wenn ihr Fragen habt oder einfach meine Ausführungen kommentieren wollt, seid ihr gerne dazu eingeladen, entweder direkt unter dem Video oder gerne auch per Mail. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei den eigenen kritischen Gedanken, Dinge in Frage zu stellen, zu überlegen, ob Überlegungen anderer Personen wirklich mit eurer Wirklichkeit übereinstimmen. Und wir sehen uns wieder auf diesem Kanal. Bis bald.